Wieder war er der Schnellste. Peter Sagan sprintete wieder allen davon und damit zum zweiten Mal nacheinander zum WM-Titel. Ich bin sehr glücklich, vor allem, weil ich an der entscheidenden Stelle, als es einen Seitenwind gab, gerade noch so als Letzter zur führenden Gruppe gehörte. Das hintere Fahrerfeld hatte nämlich den Anschluss verloren, als es mitten in der Wüste von Katar zu einem Windrichtungswechsel kam. In der führenden Gruppe kam es dann nach 257 Kilometern zum Massensprint, bei dem der Slowake Peter Sagan letztlich allen davonraste und nach über 5,5 Stunden bei über 35 Grad seinen WM-Titel verteidigte. Vor den Ex-Weltmeistern Mark Cavendish aus Großbritannien und Tom Boonen aus Belgien.